einer starken SPD, noch stärker als bei der letzten Wahl. Ja, es geht nicht spurlos an mir vorbei, das berührt mich sehr. Sie haben jetzt vorher auch gesagt, dass Sie die nächsten 5 Jahre in Schwerin bleiben werden, weil der Ruf aus Berlin sicherlich verlockend ist bei so einem Ergebnis. Aber jetzt brauchen Sie ja noch eine Regierung.